Gut, dann machen wir das auch. Es ist so gewünscht. So, da wir die LMP2-Klasse voll haben, gehen wir jetzt in die LMP1-Klasse. Ich würde sagen, wir kaufen zuerst mal den billigsten. Der kostet 15 Millionen. Wir haben noch 4 Wagen, die wir uns kaufen können. Das ist, der kostet 15 Millionen. Der kostet 11,2, 7,8, 8,2. Dann gehen wir 7,8 aus für Creation CA06H. Neu kaufen. 7,8 Millionen. Na, ganz tolle Wurst. Dann kann es auch losgehen. So, wir sind jetzt in der höchsten Klasse angekommen. Die höchste Klasse bei 24 Stunden von Le Mans. Und ich glaube, gewinnen werden wir die nicht, weil keine Chance. Ich glaube, wir werden keinerlei Chance haben gegen die Audis. Aber wir starten von der Pole. Und schon zieht Tom vorbei. Guckt euch das an. Oh, du bist so ein Drecksack, weißt du das? Dann starte ich jetzt euch nochmal neu. Da drängt er mich ab. Weil ich da, ich klopf zwar an, aber... Und der nächste Audi. Oh, komm. Jetzt, also ich muss mich mal ein bisschen mehr beherrschen jetzt. Ich muss jetzt mal runterkommen. Ich bin nämlich immer noch Akku vom Driften. Ich muss da jetzt mich ein bisschen zusammenreißen. Ne, Mucke, reiß ich mal ein bisschen am Riemen. Ewig werde ich dagegen nicht ankommen. Gegen diese geballte Macht eines Audis. Alter! Aber wie schnell fahren wir hier gerade eigentlich? 380! Alter! Alter! 389! Und wieder vorbei. Ja, toll. Ganz toll. Alter, wir fahren gerade Lücke raus. Die Dinger, die fahren aber uns Speed hier. Alter, ich wehr mich nicht ewig gegen diese Audis. Das ist einfach nicht drin. Alter. Nee, du hast... Ich kann mich da nicht wehren. Du bist in deiner Klasse der Dritte. Gut gemacht. Ihr seht, ich fahre letzte Rille, aber das ist keine Chance. Ich werde zwar wahrscheinlich schon einen riesen Abstand zu den anderen haben. Eiii!
Scheiße. Gut, dass wir sowas haben. Ah, das war ein Schepper. Der war Halleluja. Alter Falter. Boah, wir haben fast 3 Sekunden Abstand. Alter Falter, geht LMP1 ab. Alter. Ich hab total, ich hatte das Gefühl, ich verbremse mich gerade. Deswegen habe ich gebremst. Aber das war deutlich zu früh, aber ich versuche jetzt einfach den dritten zu halten. Dann wären wir das erste Mal auf dem Podium bei den 24 Stunden. Genau hinter dir, Kumpel. Geil, Tom. Mehr ist auch nicht drin, solange wir kein Audi fahren, haben wir keine Chance. Wir hätten nochmal eine extra Klasse verdient an sich. Aber fahren die in der Realität auch so schnell? So mit 390 hier rum? Oder ist das jetzt übertrieben schnell hier? Ich kann mir jetzt nicht ehrlich vorstellen, dass die wirklich bei den 24 Stunden von Le Mans hier mit 390 über den Asphalt heizen. Wenn ja... Also könnt ihr mir ja mal gerne schreiben, ihr kennt euch ja bestimmt besser aus, also ich verfolge die nicht so wirklich. Ob die jetzt in Wirklichkeit, wenn die jetzt fahren im Circuit della Sarti 24 Stunden, ob die auch wirklich 390 Spitze fahren. Würde ich gerne von euch mal wissen. Ihr Dirty, du kennst dich ja sowieso in allem aus. Schau, vielleicht hast du ja eine Antwort für mich. Und die anderen dürft natürlich auch posten und mir sagen, ob ihr das wisst und wenn ja, wie schnell die wirklich fahren. Weil das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die mit 390 hier auf der Spitzengeschwindigkeit auf den Geraden zum Beispiel hier durch die Gegend heizen. Das wäre einfach zu krass. Naja, aber es bleibt abzuwarten. So. Ja, wir haben 8 Sekunden Rückstand auf Tom Christensen. Keine Chance. Und mittlerweile über 3 Sekunden auf Jean-Marc Gounon. Wir haben die 12-Stunden-Marke erreicht. Ja, jetzt darf es auch gerne wieder hell werden. Aber Handling ist geil. Das muss ich sagen, das Handling ist wirklich geil. Das ist wirklich geil. Muss ich echt den Wagen lassen. Handling haben die vom Allerfeinsten. Und jetzt wird's hell. Klar, dass jetzt so gesehen später hell wird, weil wir schneller fahren. Und wir schneller durch die Strecke hier heizen. Wow, das war sehr spät gebremst. Aber drauf geschissen. Wir haben ja eh einen riesen Vorsprung. Ja, aber wir sind jetzt schon drüber, weit über der Halbzeit hier in Race Driver Grid. Haben jetzt noch 14 Meisterschaften. Nach den 24 Stunden vor uns. Jetzt in der Profistufe jetzt insgesamt noch 8.
und dann in der Meisterstufe noch 6. Ich bin ja mal gespannt, also. Ein paar Autos brauchen wir auch noch. Wir haben ja immer noch nicht alle. Können ja gleich mal schauen. Kann man ja bestimmt auch irgendwo nachschauen. Wegen der Autos. Wie viele uns da eigentlich insgesamt noch fehlen. Aber viele sind es nicht mehr. Also hier bei 24 Stunden fehlen uns jetzt noch 3. Bei den Drift-Autos fehlt uns jetzt noch ein. Das ist der Mazda. Den werden wir uns als nächstes holen. Ja, Europa? Keine Ahnung. USA? Keine Ahnung. Müssen wir gleich einfach mal nachschauen. Kann man ja bestimmt irgendwo. Nee, nee. Jetzt kackt mir Fraps ab. Moment. Oh, das gibt's doch nicht. So. Ja, jetzt geht's wieder. Ja, Fraps muckt rum. Und jetzt schaut euch das an. Der ganze Vorsprung ist weg. Weil ich stehen bleiben musste. Das ist ja sehr nett, Fraps. So, jetzt müssen wir erstmal wieder weg. Wir haben noch 6,5 Stunden. Das hat mich jetzt ganze 5 Sekunden gekostet, oder 4. Ja, bin natürlich aus dem Rhythmus raus. Was ja wirklich sehr gut ist. Aus dem Rhythmus raus sein, ist total geil. Er dürfte eigentlich gleich keine Schnitte mehr haben. Außer die zwei LMP1-Wagen, die hier noch rumkursen. Tom immer noch auf der 4, er kloppt sich da. Ja, wir können jetzt wieder davonziehen. Wir sind eigentlich praktisch überlegen. Schon haben wir wieder 1,3 Sekunden rausgefahren. Ah, Fraps hätte ich jetzt gerade erschlagen können. Das ist so schön, sich schön Vorsprung gehabt und dann macht Fraps dicht. Und sagt, nein, meine Fraps-Anzahl bricht mal eben auf 2 ein und sagt, nö, ich will nicht mehr. Ich habe die ja sonst konstant immer bei 60. Aber jetzt bricht es so, bracht sie mir auf einmal auf 2 ein. Muss ich nicht sehr sagen, die Programme mögen mich zurzeit. Aber Platz 3 sollten wir jetzt hier halten können. Das sollte jetzt eigentlich keine Schwierigkeiten mehr machen. Außer Fraps spinnt wieder. Ich gucke jetzt die ganze Zeit noch irgendwie auf meine Fraps-Zahl. Weil die macht mich bekloppt. Es ist immer noch wieder konstant bei 60. So, noch eine Stunde hast du nicht gesehen. Ich fahre das Ding gerade, versuche Vollgas zu fahren. Ich gehe nicht einmal vom Gas. Ich drücke den Daumen durch. Ja, jetzt bin ich kurz vor Gas gegangen. Also nicht ganz. Jetzt wäre ich fast... Also ich bin fast komplett Vollgas jetzt durchgeheizt hier, das Stück. Sekunden Rückstand. So, noch 40, 39, 36, bla bla bla. Das Ding ist gewuppt. Platz 3. Unser erstes Podium. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, fertig. Ja, gegen die Audis hat man keine Chance. Solange man sich nicht wirklich da brachial durchsetzt. Tom auf der 4. So muss das sein. Und dann fahren wir ein Podium ein. Unser erstes
Fraps, halt die Klappe jetzt. Ich glaube, Fraps braucht auch eine Pause. So, 210.000. Ja, Tom kriegt nicht alles. 90.000 Rufpunkte, die gehen auf unser Konto. Klasse. Wir haben ein paar Anfragen von größeren Sponsoren. Das heißt, es kommt mehr Geld rein. Aber wir knacken Saisoneinnahmen von 10 Millionen Euro. Neue Sponsorenangebote, habe ich gepennt. Max Power. Ah, weil wir Dritter wurden. So, Saison ist zu Ende. Saison Nummer 12. Das haben wir jetzt die ganze Saison in der Aufnahmesession gemacht. Krass. Gewonnene Veranstaltung 4, gewonnenes Geld 10.140.750 Euro und erhaltenes Ansehen 200.000. Wir klettern auf Platz 121. Unser Team auf die 38. Wow. Und Saison 13 kann beginnen. Durch die Arbeit für andere Teams kommt man fix zu etwas Geld. Ja, mein Team. Einen Festbetrag pro Rennen, so wie Boni, wenn du besser als erwartet bist. Jetzt gucken wir uns erstmal den Sponsor an. Weniger als für das eigene Team zu fahren. Okay, Zielfahrt an Position 3 und dann gibt es 52.500, also kommt er rein. Position 5 ohne Schäden. Dann machen wir jetzt hier, der Potenza kommt natürlich wieder rein. Ich gucke jetzt mal eben, welches Schlechtes ich für Platz 5 hier rausschmeiß. 15.000. 16.000, 18.000. Okay, dann darf Arc gehen. Und Potenza kommt rein. Gut. So, wo kann ich denn jetzt die Autos sehen? Die wollen wir uns ja auch noch angucken. Wo ging das denn? Mein Team. Fahrzeuge anzeigen. So, da haben wir es doch. So, bei der USA fehlen uns noch 3. Und zwar hallo? Okay, 3 fehlen uns auf jeden Fall noch. Hier fehlen uns auch noch 3. Aber was ist das denn hier bitte für Wagen dann? Ja, werden wir bestimmt noch herausfinden. So, hier fehlen uns die 3 LMP1-Wagen noch, sonst haben wir alle. Und hier fehlen uns nur noch 3. Okay. Wir haben fast alle Wagen. Gut. Ach ja, was ich noch schauen wollte, was fahren wir denn als nächstes? Heute machen wir garantiert nichts mehr. Ich brauche Pause. Na, wir gehen nämlich nach Europa. Da haben wir dann Prototyp, Langstrecke oder Langstrecke. LMP1, LMP2 oder Prototyp. Ich glaube, wir nehmen mal was Neues. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Schaltet dann auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute und viel Spaß. Ich sage jetzt Tschüss, Ciao und auf Wiedersehen. Und ich bin jetzt raus. Euer Mucke.